War kein Fehler, war okay. Ist aber noch nicht entschärft. Ja, yeah, jetzt kommt das zweite Kabel dran. Okay. Rot-Weiß, Lämpchen an, Sternchen. Okay. Das ist das einzige Sternchen, was noch vorkommt. Rot-Weiß und Sternchen ist... Und Lämpchen. Okay. Lämpchen auch. Okay. Da muss ich nämlich jetzt mir meine Kreise angucken. Lampe, Rot-Weiß, Sternchen. Ist die Seriennummer gerade? Hier, ja. Dann schnurz durch. Okay, war richtig. Nächstes. Rot-Weiß, nur ein Lämpchen an. Es kommt kein Stern mehr. Rot-Weiß, Lämpchen an. Okay. Jetzt wieder guck, dann musst du. Ihr müsst jetzt wieder gucken, ob die Seriennummer gerade ist. Die bleibt gerade. Achso, ja, dann durchschneiden. Weiß. Kein Lämpchen, kein Stern. Das. Immer noch gerade. Keine LEDs an. Keine LED, nur weiß. Nur weiß. Okay, dann geht's zum nächsten Kabel. Blau. Kein LED, kein Sternchen, gerade. Also. Also keine LED und das Sternchen ist auch nicht. Nein. Okay, das nächste Kabel. Rot-Weiß, LED. Nur an, kein Stern. Rot-Weiß und die LED. Ja. Seriennummer, okay. Gerade. Dann schneid's durch. Und jetzt? Ist das fertig, Sir? Nein. Okay, welche Kabel sind jetzt alle durchgeschnitten? Alle rot-weißen. Wir haben noch. Nein, ich meine, welche Position? 1, 2, 3 und 6. Also dann sag mir das, jetzt sag mir im Kabel, was du noch hast, wie das aussieht. Ein weißes, kein Lämpchen, kein Sternchen, auf Position 4. 30 Sekunden noch. Also das hat keine Streifen. Nein, es ist nur weiß. Blau. Ist blau. Ein blaues gibt's auch, ja. Du hast blau, okay. Blau hast du. 15 Sekunden noch. Und dann schneidest du durch. Das blaue? Das weiße auch noch, oder? Das weiß ich nicht. Der sagt aber, es ist nicht diffused. Ich schneid's durch. Muss ich auch noch durchschneiden. Es blieb keine andere Wahl, das auch noch durchzuschneiden. Deswegen habe ich es einfach durchgeschnitten. Das sah ein bisschen lucky aus, aber... Musste alle durchschneiden. Als du gesagt hast, blau durchschneiden ist nicht fertig gewesen, also habe ich gesagt... Das ist nämlich merkwürdig, an sich steht hier nicht, dass du... hier steht nichts vom weißen Kabel. Und das hatte nicht die LED oder das Sternchen. Ja, das weiß ich. Das ist nicht so merkwürdig. 4 Sekunden vor Ende noch geschafft. Eigeninitiative. Ja gut, da gab's ja nicht mehr, ne? Entweder ja, ich musste es durchschneiden, das war... Ja, wenn alle anderen durch sind und nicht bestanden ist, musst du es durchschneiden. Ja, deswegen habe ich es auch gemacht. Oh, endlich geschafft. Ich fange schon an zu schwitzen, nur. Also, one giant leap. Jetzt habe ich wenigstens verstanden, wie das funktioniert. Okay. So, ich sehe. Okay, jetzt weiß ich auch, warum du es durchschneiden musstest, okay. Okay, das ist gut. 60% of the time this bomb explodes very. Very time, okay. Every time, okay. 5 Minuten, 4 Module, 4 Module, 3 Strikes. Okay, 4 Module. Also ein Modul mehr jetzt. Ja. Gleiche Zeit. Butt clench is real. So. Was ist eigentlich hier dieses? Ich kann das Menü öffnen. Okay. Mach ich aber nicht. Und los. Okay. Ach du Scheiße. Ein Hold-Button in blau. Ich such immer erst die einfachen raus, aber es wird fies. Hold-Button in blau. Wie viele Batterien hast du? 2. Und der war blau. Ja. Dann drücken und den Streifen angucken. Gelb. Dann bei einer 5. Bei einer 5. Mhm. Okay, war gerade vorbei. Jetzt muss ich 9 Sekunden warten. Okay, ist entschärft. Wir haben nochmal so ein Schreibdingens, wo man den ein Wort finden muss. Also, wo du Buchstaben hoch und runter gehst. Genau, mit 5 okay. Dingern. Ersten okay. Durchsagen, was da ist. Warte, ich muss erstmal kurz auf die Seite gehen, wo das steht. Ja, kein Problem. Für mich. Wo ist denn die Seite? Okay.
Okay. Dann sag mir, welche Buchstaben kannst du in der ersten Reihe haben? I. Y. Also I, kein E. I, ja. Okay. Wie Igitt. Ja. Ein Y, ein Z, ein F, ein N, ein O. Und das war's. Ein Perfekt. Okay, ein O konntest du haben? Ein O konnte ich haben. In der ersten Position? Ja. Gut, dann ist das O-T-H-E-R. Other. Ja. Okay, ist richtig. Nochmal das Zahlendrückspiel. Oben Nummer, unten vier Zahlen. Ja. Als erstes haben wir eine 2. Dann den zweiten Schalter. Okay. Wir haben eine 3. Dann Schalter in der ersten Position. Okay. Eine 1. Den Schalter mit der gleichen Zahl wie gerade eben. Okay. Eine 2. Intense Gameplay. In der drück den ersten Schalter. Okay. Letzte Runde. Eine 4. Dann musst du jetzt den Schalter drücken mit der Zahl von der dritten Runde. Der dritten? Mhm. Okay, ist entschärft. Letzte ist wieder Kabelrätsel. Mit den 6 Kabel. 6 Kabel. Okay. Ne, es sind nur 5. Ja, okay. Nur 5. Okay, also mit den LEDs, ne? Ja. Erstes Kabel weiß, LED aus, Sternchen. Okay. Dann sag mir mal Seriennummer. Die Seriennummer, wo haben wir die? Ist eine 7 und damit ungerade. Okay. Hat da, was für einen Computeranschluss hat das Teil? Scheiße. Wie viele hat das denn? Einen hier oben. Nee, drei Anschlüsse. Was für ein Computeranschluss? Hat das so ein DVI Anschluss in Rot und einen grünen. Oh, früher hast du die Maus drin angesteckt und ein LAN-Kabel. Also du hast ein LAN-Kabel. DVI müsste das sein. Mhm. Und was du früher für die Maus hattest in grün. Weiß nicht, wie die heißt. Also nicht so ein ganz langes, wo nur Punkte sind. Das ist DVI, ja, aber das ist. Aber bei DVI ist doch so ein. Ist ja so. Ein bisschen frei mit dem Schräg. Bisschen. Also, gut, das. Ja. Wie viele Batterien? Hat es mehr als 2 Batterien? Mehr als. Ist das. Hat es 2 oder mehr? 2, ja. Okay. Dann schnell das Kabel durch. Oder war. Ja, das ist richtig. Das war das Einzige, was du machen musstest. Mhm. Oh, dann sind wir mit der Bombe durch? Ja. Boah, krass. 47 irgendwas hatten wir noch. Ja, jetzt siehst du auch, dass die Anforderungen, die du machen musst, höher werden. Weil jetzt muss ja auch noch sagen, was für Computeranschlüsse dran sind. Ja, ich weiß nicht, wie das Ding für die Maus heißt. Der Anschluss. Soll ich dir sagen? Ja. Also, dass du meinst, ein P2-Anschluss? Ich glaube, ja, ein P2 könnte passen. PS-2-Anschluss ist das. Ja, du wusstest, was gemeint ist. Das ist wichtig. Also. Hey, jetzt wird's für mich auch spannender. Ich hoffe, ich habe so viel Zettel, um das Ganze zu machen. Oh, schön. Fair game. No more handholding. Oh, yeah. Oh, schön. Wenn ich das richtig sehe, gleiche Zeit, aber wir dürfen ein Modul mehr entschärfen. Ja. 5 Module, 5 Minuten. Ja, das geht wahrscheinlich jetzt so langsam hoch bis zu den 11, ne? Dann müssen wir bald mal irgendwann mal eine zweite Person reinholen noch. Wie eine zweite Person? Ja, da kannst du mir zum Beispiel dann eine schwere Bombe sagen, kann ich das schon mal nachgucken, dann kannst du so Easy-Kram mit jemand anderem machen. Ah, stell ich mir nicht so an. Muss ich ein bisschen anstrengen. Ja. So, los, Kemba. Ja. Chat kann ja noch helfen. Hat zwar ein bisschen Delay, aber... Oh, einige da, die zugucken. Freut mich. So, was haben wir denn? Okay, wir machen wieder die einfachen zuerst. 4 Button mit komischen Zeichen. Okay. Wir fangen mit dem oben an. Links oben Ohm, rechts oben Gabel,
Also Dreizackgabel. Du meinst ein Omi. Also, okay. Also, warte, du hattest. Da drunter ist. Links unten ist die 6. Und daneben ist. Ja, ein schräges Gleichheitszeichen, was durchgestrichen ist. Gerade. Also, da, also nicht gleich. Also, du hast. Oder zwei Pluszeichen, die also, aneinander kleben, kannst du auch sagen. Okay, du hast eine 6, das nicht Gleichzeichen und was. Das oben und was noch? Die Gabel. Okay, dann drückst du die 6. Ja. Das Ungleich. Das Ungleich, ja. Die Gabel. Dann oben. Ja. Okay, nochmal das gleiche Spiel in grün. Mhm. Links unten ist eine 6 wieder. Daneben ist ein ziemlich abgespacedes X mit einem Strich durch. Okay. Darüber ist ein verkehrt rumes P, was ausgefüllt ist. Okay. Und daneben ist wieder das M, das runde M mit dem Dreieck und dem Strich daneben. Okay, dann drückst du die 6. Ja. Das P. Ja. Das M. Ja. Und das X. Ist auch entschärft. Okay, dann nehmen wir das Wort. 5 Buchstaben, wo man scrollen kann und das Wort rausfinden muss. Mhm. Erste Slot. Das sind wieder 5 Buchstaben, ich glaube, das ist immer so. Erste hat A, M, A, I, Y, L. Okay. In was kannst. Also, du hattest ein A und ein L. Ein A und ein L, ja. Kein. Okay. Was kannst du in der zweiten Position haben? E, B, N. Du musst langsam machen. Okay. Also kannst du in der zweiten Position E haben? Ja. Okay. Ein P. Ein P. Okay. Ein W. Okay. Ein N. Okay. Und ein V. Okay. Und ein O. O. Okay. Dritte Reihe? Nee, warte, ich muss gerade überlegen. Also, wir müssen aber kurz die erste Reihe durchgehen. Also, welche Buchstaben kannst du in der ersten Reihe haben? A. Ja. M. Ja. H. Ja. I. Ja. Y. Ja. L. L. Okay. Okay. Kann ich jetzt mal kurz gucken? Okay. Dann ist es. Haus. H-O. Ja. O-U. S-E. Ich hab kein S-E. E-S? Meinst du? Nee, du kannst H-O-U-S-E kannst nicht haben. Nee, ich kann nur E. Okay, dann okay. Ich kann kein S haben. Okay. Ich hab kein S. Das ist okay. Dann was kannst du in der zweiten Position haben? In der zweiten V, N, W, P, E, O. Ich glaube, wir müssen was schneller werden. Dem Spiel. V, N, P, I und was hast du noch? W. W, E. V, O, N. Ein O kannst du haben. Ich glaube, das sieht schlecht aus für die Runde. A, F. A, F. T. A. Ich kann kein F in der zweiten. Das ist nicht. Nein. Kannst du ein E oder ein A haben? Ja. Ein A am ersten, E im zweiten. Kein A in der zweiten. Dann ist es L, E, A. Das kriegen wir noch hin. L, E. A. H. A. A. Alpha. Ja. R. Ja. Und ein N. Okay. Jetzt haben wir noch für 2 Stück 14 Sekunden Zeit. Nochmal, zweimal das? Nee, einmal hätten wir noch das mit den 6 Wörtern und oben eins und dann hätten wir noch das Kabel mit den 1, 2, 3, 4, A, B, C. Nee, 1, 2, 3, A, B, C.